Lerneinheit 21, Übung 3. Wo ist was? Bist du noch da? Ja, ich suche meinen Autoschlüssel. Weißt du vielleicht... Der liegt doch immer auf dem Schreibtisch. Ja, ja, aber da ist er nicht. Ach, hier. Wo bist du? Hier. Der Schlüssel liegt auf der Waschmaschine. Auf der Waschmaschine? Was macht er denn da? Tschüss, ich gehe jetzt. Ach, Moment, mein Handy brauche ich noch. Wo ist denn... Dein Handy liegt auf dem Sofa. Ach ja, vielen Dank. Also, tschüss dann. Hast du jetzt alles? Ja, ja, tschüss. Was ist los? Die Tickets. Ich habe die Tickets nicht. Oh je. Hier, ich hab sie. Sie liegen auf der Zeitung. Prima. Hast du jetzt alles? Ja, ja, ganz bestimmt. Tschüss. Lerneinheit 22, Übung 2. Wohin gehen die Personen? Wo sind sie? Woher kommen sie? Situation 1. Ja, hallo. Du kannst mich jetzt abholen. Ja, ich bin fertig. Ich stehe auf der Straße. Ja, vor der Praxis. Und weißt du was? Ich brauche eine Brille, sagt der Arzt. Das ist ja wirklich... Situation 2. Hallo, Schatz. Ja, ich bin's. Nein, ich komme noch nicht nach Hause. Ja, ich habe einen Termin. Nein, ich muss nicht arbeiten. Ich gehe zur Kosmetikerin. Da habe ich gleich einen Termin. Ja, bei der Kosmetikerin. Bis später. Situation 3. Eva? Ja? Hörst du mich? Ich kann heute nicht Tennis spielen. Ich habe wieder Probleme mit dem Fuß. Ja, der Fuß tut sehr weh. Ich muss zum Arzt gehen. Ja, danke. Wir sehen uns dann. Situation 4. Ja, Werner? Ich bin's. Kannst du noch was einkaufen? Nein, ich kann nicht. Es sind sehr viele Leute im Wartezimmer. Wie? Nein, ich bin nicht beim Zahnarzt. Ich bin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja, Halsschmerzen. Nein, nicht so schlimm. Ja, okay. Situation 5. Ja? Ja, um 7 bin ich zu Hause. Nein, nicht im Büro. Ich bin schon im Auto. Ja. Ich fahre nur noch zur Apotheke. Bitte? Nein, zur Apotheke. Ja, bis gleich. Situation 6. Und hier geradeaus? Nein, nein, nach dem Schild rechts. Bist du sicher? Ja, natürlich. Du musst direkt nach dem Schild rechts fahren. Okay. Lerneinheit 23, Übung 1.
Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hier ist der Anrufbeantworter von Gundel und Hartmut Wegmann. Wir sind leider zurzeit nicht zu Hause. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Hallo, hier spricht Bernd Schulze. Liebe Frau Wegmann, lieber Herr Wegmann, meine Frau und ich, wir möchten Sie gern am Samstag zum Essen einladen. Haben Sie da Zeit? Bitte rufen Sie uns doch bis Donnerstag an. Vielen Dank und auf Wiederhören. Lerneinheit 23, Übung 2. Wann sollen die Gäste kommen? Schulze? Hartmut Wegmann hier. Guten Abend, Herr Schulze. Ah, Herr Wegmann. Das ist nett, dass Sie anrufen. Ja, also vielen Dank für Ihre Einladung. Wir kommen natürlich gern. Das freut mich. Wir freuen uns auch. Wann sollen wir denn da sein? Um 8? Ach, kommen Sie doch schon um 7 Uhr. Dann haben wir mehr Zeit. Passt Ihnen das? Ja, natürlich. Also dann, bis Samstag. Bis Samstag. Und herzliche Grüße an... Lerneinheit 23, Übung 3. Eine Einladung zu einer Party. Hallo Gerd. Hallo Elke. Ach, sag mal, habt ihr am Freitagabend Zeit, Jörg und du? Warte mal, Freitagabend? Ja, da arbeitet Jörg nicht. Das geht. Was gibt es denn? Ach, nichts Besonderes. Britta hat Freitag Geburtstag und da möchten wir ein paar Freunde einladen. Oh, schön. Sag mal, was für ein Geschenk kann man denn mitbringen? Bitte bringt bloß kein Geschenk mit. Wir wollen einfach nur ein bisschen zusammen essen und trinken. Schön. Wie viele Leute kommen denn? Naja, so 15 oder 20. 15 oder 20? Und wer macht das Essen? Naja, jeder bringt was mit. Aha, sollen wir auch was machen? Tja, vielleicht einen Salat? Ach, mach doch bitte einen Kartoffelsalat. Euer Kartoffelsalat schmeckt immer so gut. Ja gut, also einen Kartoffelsalat. Ach ja, und Würstchen brauchen wir natürlich auch noch. Bringt doch noch ein paar Würstchen mit. Die passen gut zum Kartoffelsalat. Würstchen, natürlich. Ja, wir wollen nämlich grillen, weißt du? Grillen, ja schön. Genau. Und vergesst bitte Ketchup und Senf nicht. Klar. Senf und Ketchup bringen wir auch mit. Noch was? Nee, das ist eigentlich alles. Mhm. Wann fängt die Party denn an? Um 7. Aber kommt doch bitte schon um 6, dann könnt ihr uns noch etwas helfen, du und Jörg. Lerneinheit 23, Übung 5. Die Gäste kommen bald. Werner, was machst du? Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja, ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja? Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich. So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? 2. Stellst du noch 2 Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier, in der Küche. Ach ja, hier. Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt?
Papa! 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 Ach, Bubu! Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner, setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hole ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. Lerneinheit 23, Übung 8. Ansagen im Zug. Teil A. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen in wenigen Minuten pünktlich in Hannover an. Reisende nach München haben Anschluss. Teil B. Achtung! Eine Information für Reisende in Richtung Frankfurt. Der ICE nach Frankfurt fährt heute von Bahnsteig 3 ab. Abfahrtszeit ist 14.53 Uhr. Teil C. Liebe Fahrgäste, bei der Ankunft in Bremen haben Sie Anschluss an den ICE nach Hamburg, Abfahrt 15.13 Uhr von Gleis 2. Lerneinheit 23, Übung 9. Eine Fahrt mit dem Taxi. Guten Tag. Wohin möchten Sie? Zum Flughafen, bitte. Ich muss meine Mutter abholen. Also zum Flughafen. Ja, ja. Und ganz schnell. Meine Mutter kommt aus Mallorca. Sie wartet nicht gern. Sagen Sie, wo sind wir denn jetzt? Am Museumsplatz. Am Museumsplatz? Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Flughafen? Noch etwa 40 Minuten. Was? So lange? Oh, Moment! Wo ist denn meine Brille? Oh Gott! Meine Brille ist weg! Die liegt bestimmt im Bahnhofscafé. Wir müssen zurück zum Bahnhof. Schnell! Bitte, wie Sie wollen. Fahren wir zurück zum Bahnhof. So, da sind wir. Soll ich auf Sie warten? Ja, natürlich. Warten Sie hier. Ich komme gleich zurück. In Ordnung. So, die Brille habe ich wieder. Und jetzt schnell zum Flughafen. Ach nein, Moment. Ich brauche ja noch Blumen für meine Mutter. Ja, ja, Blumen brauche ich noch. Im Bahnhof gibt es einen Blumenladen. Nein, nein, da sind die Blumen nicht schön. Ich kaufe immer nur im Blumenladen in der Luisenstraße. Bitte fahren Sie zur Luisenstraße. Also zur Luisenstraße.
Bitte, wir sind da. Ist das Ihr Blumenladen? Ja, ja, natürlich. Moment mal. Wo ist denn mein Geld? Ach, da. Nein, das ist zu wenig. Ich habe kein Geld mehr. Wir müssen erst zur Bank fahren. Und zu welcher Bank möchten Sie bitte? Zur Commerzbank. Fahren Sie zur Commerzbank. Das ist aber weit. Da fahren wir bestimmt 20 Minuten. Ja und? Ich brauche doch Geld. Also bitte, dann fahren wir zur Commerzbank. So, da sind wir. Gut. Warten Sie bitte. Na, alles klar? Nein, nein! Die Bank hat geschlossen! So ein Pech heute! Und es ist schon so spät! Wir müssen zum Flughafen. Meine Mutter ist bestimmt schon da. Fahren Sie zum Flughafen, aber ganz schnell. Moment mal. So geht das aber nicht. Die Taxiuhr zeigt schon 30 Euro und Sie haben kein Geld. Wie wollen Sie mich denn bezahlen? Haben Sie Schecks dabei? Wie bitte? Schecks? Nein, ich habe keine Schecks. Ich bezahle später. Am Flughafen. Nein, Sie bezahlen sofort. Oder ich fahre nicht. Sie fahren nicht? Also gut, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Halt! Halt! Sie können doch nicht... Ja, wo laufen Sie denn hin? Sie müssen bezahlen. Lerneinheit 23, Übung 10. Was passiert hier? Gespräch 1. Hans, hier müssen wir rechts. Ja. Bist du müde, Hans? Nein, nein. Hans, Hans, da steht ein... Oh, das Auto. Hans, was machen wir jetzt? Gespräch 2. Mama, Papa, Mama. Günther. Günther, hörst du nicht? Ja, ja. Was hat er denn? Hat er Hunger? Nein, das glaube ich nicht. Ja, was ist denn? Mama, du bist doch müde. Bist du nicht müde? Mama, es ist schon ganz spät. Mama, und wo hast du denn dein... Ach, da ist er ja, da unter dem Bett. Haben. So, mein Schatz, jetzt ist es gut. Gute Nacht, mein Schatz. Gespräch 3. Ja, das ist schön hier. Hier kannst du schön laufen. Ach, ist das nicht schön. Ein Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald. Ein Jäger aus Kurpfalz, ach, der reitet durch den grünen Wald. Gespräch 4. Hier ist deine Tür. So ein Mist.
Mist, die ist zu. Gut, gut, da ist ein Fenster offen. Wo? Hier um die Ecke. Komm! Gespräch 5. Nein, Terry, du musst vor der Tür bleiben. Schön vor der Tür bleiben. Ich bin gleich wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und der Terry ist auch dabei. Hier, die ist für Terry. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Lerneinheit 24, Übung 1. Frau Nolte hängt Bilder an die Wand. Frau Nolte hängt Bilder an die Wand. Ein Bild hängt schon am Nagel. Sie legt noch einen Nagel neben den Hammer. Ihr Hund mit dem Namen Max kommt ins Zimmer. Sie nimmt für ihn einen Hamburger aus dem Kühlschrank. Auf der Straße gibt es einen Unfall. Zwei Wagen fahren gegen einen Baum. Frau Nolte geht mit Max auf den Balkon. Sie schreibt die Autonummern auf einen Notizzettel. Lerneinheit 24, Übung 2. Ein Mann legt den Regenschirm neben den Koffer. Ein Mann legt den Regenschirm neben den Koffer. Ein Brief liegt vor dem Spiegel. Ein Mann steht im Regen. Er setzt seinen Hut auf den Kopf. Ein Kind liegt im Bett und liest. Ein Mädchen legt das Telefonbuch auf den Teppich. Ein Kellner stellt einen Teller auf den Tisch. Eine Katze sitzt vor dem Fenster. Lerneinheit 24, Übung 3. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Gespräch 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche ein Hotel. Da kann ich Ihnen das Hotel am Markt empfehlen. Ist es weit bis dorthin? Nein, es ist gleich rechts um die Ecke, das zweite Haus. Ich danke Ihnen. Gespräch 2. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier in der Stadt? Besuchen Sie auf jeden Fall den Dom und das Dommuseum. Können Sie mir vielleicht den Weg erklären? Ja, gerne. Den Dom finden Sie ganz leicht. Es sind nur 50 Meter von hier, immer geradeaus. Danke. Und das Museum? Da nehmen Sie nach dem Dom die erste Straße links. Lerneinheit 24, Übung 5. Wie komme ich zu? Entschuldigung, wie komme ich zum Goetheplatz? Ganz einfach. Da gehen Sie den Blumenweg geradeaus, am Sportplatz vorbei, bis zur Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie rechts. Noch ein Stück geradeaus, dann sehen Sie links den Goetheplatz.
Also zuerst geradeaus bis zur Kreuzung und danach rechts? Ja, genau. Vielen Dank. Keine Ursache. Lerneinheit 24, Übung 7. Haben Sie ein Zimmer frei? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche ein Zimmer. Haben Sie etwas frei? Ja. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Ich würde gern 2 Nächte bleiben. Brauchen Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer. Was kostet das? Eine Übernachtung mit Frühstück kostet 85 Euro. In Ordnung. Dann nehme ich das. Lerneinheit 25, Übung 1. Hören Sie zu und schreiben Sie. Frau Schneider möchte putzen. Aber auf dem Boden liegen Telefonbücher. Die legt sie auf den Tisch. Neben dem Regal stehen Flaschen. Die stellt sie in den Schrank. Dann setzt sie im Kinderzimmer die Puppen auf das Bett. Herr Schneider ist müde. Er sitzt vor dem Fernseher. Frau Schneider. Möchte putzen. Punkt. Aber auf dem Boden? Liegen Telefonbücher. Punkt. Die legt sie auf den Tisch. Punkt. Neben dem Regal. Stehen Flaschen. Punkt. Die stellt sie in den Schrank. Punkt. Dann setzt sie im Kinderzimmer die Puppen auf das Bett. Punkt. Herr Schneider ist müde. Punkt. Er sitzt vor dem Fernseher. Punkt. Augenzwinkern. Rechts, links, geradeaus. Bitte entschuldigen Sie, ich habe Kopfschmerzen. Gibt es hier eine Apotheke? Ja. Es gibt eine Apotheke im Bahnhof. Das ist nicht weit. Und wie komme ich dahin? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach der Ampel die 2. Straße links. Da ist eine Apotheke im Bahnhof. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt geradeaus bis zur Ampel und dann rechts bis zum... Nein,
geradeaus bis zur Kirche und dann rechts bis zur Ampel. Ach ja, und dann ist die Apotheke links neben dem Bahnhof. Nein, die Apotheke ist im Bahnhof. Aber Sie müssen zuerst bis zur Ampel gehen. Ach ja, und dann gleich rechts. Nein, nein, dann die zweite Straße links bis zum Bahnhof. Da ist die Apotheke. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Meine Kopfschmerzen. Also ich gehe jetzt zur Ampel neben der Kirche und dann... Nein, 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 Sie gehen zuerst geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach... Natürlich, natürlich, tut mir leid. Dann nach dem Bahnhof bis zur Ampel. Nein, bitte, kommen Sie mit. Wohin soll ich mitkommen? Zur Apotheke. Ich habe jetzt auch Kopfschmerzen. Lerneinheit 26, Übung 4. Was haben die Personen gemacht? Teil A. Ja? Hallo, ich bin's, Carola. Na, wie geht es dir, Bernd? Gut, danke. Ein bisschen müde bin ich. Na, sag mal, warum das denn? Es ist Sonntag und schon 11 Uhr. Hast du nicht gut geschlafen? Ach, weißt du, ich habe gestern im Garten gearbeitet. Deshalb bin ich müde. Du hast im Garten gearbeitet? Ganz alleine? Nein, nein, Klaus und Bernd waren auch da. Die kennst du ja. Die haben mitgearbeitet. Aber jetzt bist du trotzdem müde, hä? Naja, weißt du, wir sind nicht ganz fertig geworden am Nachmittag. Und deshalb habe ich nach dem Abendessen noch weiter gearbeitet. Alleine, so 4 bis 5 Stunden. So lange hast du noch weitergearbeitet? Natürlich bist du dann heute müde. Weißt du was? Ich komme nachher mal zu dir und dann... Teil B. Hallo. Hallo Eva, ich bin's Laura. Hallo Laura, was gibt's denn? Kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe da ein Problem mit den Hausaufgaben. In Mathe, Nummer 15. Ja klar. Aber warte mal, Moment. Hast du gerade den Fernseher angeschaltet, Eva? Nein, der Fernseher war schon an. Ich habe nur schnell vom ersten ins zweite Programm geschaltet. Aber ich höre dir zu. Erzähl. Also, das mit der Aufgabe. Am Anfang ist es irgendwie... Warte mal, Laura. Was ist denn? Hörst du jetzt auch noch Radio? Hast du das Radio angeschaltet? Nein, nein, das Radio ist aus. So, jetzt ist der MP3-Player auch aus. Stopp! Aus! Ich habe ihn ausgeschaltet. Der spinnt nämlich. Aber entschuldige, was hast du gerade gesagt? Eva, ich habe echt ein Problem mit der Aufgabe hier. Mit der 15. Mit der 15? Die ist gar nicht so schwierig. Also, pass auf, ich erklär's. Teil C. Hier Anna Schröder. Hallo Anna, hier ist Clara. Hallo Clara, du bist das. Das ist aber schön. Ich habe es heute Vormittag schon mal versucht, aber da warst du nicht zu Hause. Doch, ich war zu Hause, aber ich bin nicht ans Telefon gegangen. Tut mir leid, Clara, aber ich muss meine Papiere in Ordnung bringen. Für die Steuer. Oh. Das ist eine Arbeit. Furchtbar. Ja, das finde ich auch immer schrecklich. Und bist du jetzt fertig? Ja, eigentlich schon. Nur eine Rechnung fehlt noch. Und die ist ganz wichtig. Ich habe schon überall gesucht. Wo hast du denn gesucht? Überall in meinem Arbeitszimmer. Im Schreibtisch, im Schrank, überall. Aber im Arbeitszimmer ist sie nicht. Wo kann sie denn dann sein? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar im Wohnzimmer weitergesucht, aber da ist die Rechnung auch nicht. Soll ich kommen und dir helfen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke. Kommst du gleich? Ja klar, ich komme. Machst du einen Kaffee? Lerneinheit 27, Übung 2. Wer übernimmt welche Arbeiten auf dem Bauernhof? Teil 1. Guten Tag. In unserer Reihe Frauen im Alltag sind wir vom Bayerischen Rundfunk wieder unterwegs für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Heute sind wir zu Besuch auf einem Bauernhof bei Familie Gerster. Frau Gerster, wie lebt man eigentlich auf dem Bauernhof? Wie teilen Sie sich die Arbeit mit Ihrem Mann? Ja, also Arbeit gibt es schon viel, eigentlich immer. Da müssen wir schon gut planen und die Arbeit teilen. Also im Haushalt mache ich ziemlich viel natürlich. Ich putze die Wohnung, mache die Zimmer sauber, die Küche und so weiter. Und räumen Sie auch alleine auf? Na, da hilft mir mein Mann. Die Wäsche aber, die mache ich. Das ist klar, also Kleider, Pullover, Jacken, Jeans und alles. Waschen ist meine Sache. Mein Mann, der wäscht nur das Auto, einmal im Monat. Und wie sieht es denn mit der Küche aus? Also kochen, das mache gewöhnlich auch ich, werktags und am Wochenende. Wir müssen gut essen, wissen Sie, bei der vielen Arbeit. Ja, nur eine Sache gibt es da, die macht mein Mann. Das Grillen, das macht er. Wissen Sie, der grillt wirklich sehr gut. Und er macht das so gerne. Aber nur am Wochenende natürlich. Sonst haben wir dafür keine Zeit. Und wie ist das mit der Arbeit im Stall? Ja, da ist schon sehr viel zu tun. Den Stall sauber machen, das macht mein Mann. Er macht zweimal am Tag den Stall sauber. Aber die Tiere füttern, das machen wir gemeinsam. Wir füttern morgens und abends zusammen. Am Tag, da arbeitet mein Mann draußen auf dem Feld und am Abend repariert er dann die Maschinen. Die Reparaturen macht nur er. Und wer macht bei Ihnen den Einkauf? Also die kleinen Sachen besorge ich im Ort, im Lebensmittelgeschäft. Aber einmal im Monat, da fahren wir in die Stadt zum Supermarkt. Da kaufen wir schön zusammen ein, mein Mann und ich. Bestimmt gibt es bei Ihnen auch Büroarbeit. Ja klar, Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Naja, die Sachen fürs Büro, die kommen abends. Die erledige ich. So ab 8 Uhr. Dann sitze ich vorm Computer. Das ist schon ziemlich viel für Sie, Frau Gerster. Putzen, waschen, kochen, einkaufen und noch die Büroarbeit. Naja, es geht. Wissen Sie, mein Mann arbeitet ja auch den ganzen Tag. Und manchmal noch abends mit den Maschinen. Teil 2. Frau Gerster, Sie haben jetzt viel von der Arbeit erzählt. Aber sagen Sie, Urlaub. Gibt es das auch für Sie und Ihren Mann? Wann haben Sie denn eigentlich zum letzten Mal richtig Urlaub gemacht? Ja, mei, Urlaub. Ja, ja, warten Sie. Ja, das war vor 2 Monaten, im Mai, genau. Da hatten wir ein paar Tage Urlaub. Die waren wirklich schön. Und wo waren Sie? Mein Mann und ich, wir waren bei meiner Schwester. Die wohnt an der Ostsee. Wir haben sie besucht. Bekommen Sie eigentlich auch mal Besuch hier auf dem Bauernhof? Ja, am Wochenende meistens. Da kommen oft meine Eltern zu Besuch. Das ist ja schön. Tja, also liebe Frau Gerster, vielen Dank für das Gespräch. Und grüßen Sie Ihren Mann. Ja, das mache ich gerne. Er hatte heute einen Termin beim Zahnarzt in der Stadt. Bestimmt kommt er bald zurück. Ah, ich glaube, da kommt er schon. Das ist gut. Dann kann ich ja auch mit ihm noch ein bisschen. Lerneinheit 28, Übung 1. Guten Morgen, Liebling. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen. Was hast du? Oh, ich hatte einen Traum. Einen Traum, der war ganz komisch. Was hast du denn geträumt? Ich war in einem Flugzeug. Das Flugzeug war sehr groß und es waren viele Passagiere da. Aber alle haben geschlafen, nur ich nicht. Dann ist eine Stewardess gekommen und hat ein Glas Wasser gebracht. Was hat sie gesagt? Nichts. Keiner hat gesprochen. Wie? Die Stewardess auch nicht? Nein. Sie hat auch nicht gesprochen. Das ist ja unheimlich. Nein. Eigentlich war der Traum sehr schön. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe das Wasser getrunken. Und dann... Und dann bin ich aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Was? Du hast die Tür aufgemacht?
Du warst doch in einem Flugzeug. Ja, aber es war kein Problem. Ich habe die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen. Ausgestiegen? Und dann? Und dann bin ich geflogen. Ich bin neben dem Flugzeug geflogen. Hattest du keine Angst? Nein, es war sehr schön. Ich bin geflogen wie ein Vogel. Und dann? Dann bin ich aufgewacht. Und du? Was hast du geträumt? Mein Traum war nicht so schön. Ich bin in eine Kirche gegangen und da war plötzlich... Lerneinheit 28, Übung 2. Ein Traum. Also mein Traum, der war richtig komisch. Ich war allein auf einer Wiese und habe die Blumen fotografiert. Dann habe ich eine Waschmaschine gefunden. Sie hat gesprochen, aber ich habe nichts verstanden. Plötzlich war die Waschmaschine ein Zug. Ich bin eingestiegen und der Zug ist abgefahren. Und dann ist ein Gorilla gekommen und hat Luftballons verkauft. Ich habe 100 Euro bezahlt und 3 Luftballons bekommen. Ein Luftballon ist geplatzt und da bin ich aufgewacht. So einen Traum hatte ich noch nie. Lerneinheit 28, Übung 5. Guten Morgen, Hasso. Ja, ja, schon gut. Was machst du hier? Nein, nein, du darfst nicht ins Bett. Raus. Nein, nicht ins Bett. Kurt. Ja? Wie spät ist es? 7. Ja, ja, ich weiß, Hasso. Du hast Hunger, ich stehe ja gleich auf. Warum ist der Hund denn hier? Ich weiß nicht, sicher war die Tür wieder offen. Ich bin noch so müde. Darf ich noch ein paar Minuten im Bett bleiben? Machst du das Frühstück, Liebling? Hasso hat auch Hunger. Ja, ich weiß. Mama, Mama, ich hab Hunger. Stehst du auf? Nein, noch nicht. Papa macht das Frühstück. Oh ja, Papa und ich machen das Frühstück. Wo ist Hasso? Ich weiß nicht. Eben war er noch hier. Hast du Brötchen gekauft, Liebling? Ja, die Brötchen sind in der Küche, im Regal. Hier sind keine Brötchen. Oh nein, Hasso, was machst du da? Hasso, pfui! Mama, Mama, Hasso hat die Brötchen gefressen. Was? Lerneinheit 28, Übung 6. Uhrzeiten. Gespräch 1. Wie spät ist es? Ich gehe zum Mittagessen. Kommst du mit? Wie spät ist es? Es ist jetzt 12:55. Gut, ich komme. Gespräch 2. Wann kommt der Mann heute Abend nach Hause? Wann kommst du heute Abend nach Hause? 7:30. So spät? Ja, tut mir leid. Wir haben im Moment sehr viel Arbeit. Gespräch 3. Um wie viel Uhr will der Sohn aufstehen? Willst du morgen früh wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Ja. Und um wie viel Uhr willst du aufstehen? 5:45, okay? Ja, dann schlaf gut. Gespräch 4. Wann ist der Junge ins Bett gegangen? Bist du müde? Und wie? Ich habe heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Wann bist du denn ins Bett gegangen? Es war 2:45. Lerneinheit 28, Übung 8.
Guten Morgen, mein Sohn. Ich habe keinen Hunger. Jeden Morgen das gleiche Theater. Du musst etwas essen. Nein, ich möchte nichts essen. Bitte, Britta. Du kannst doch wenigstens dein Ei essen. In der Schule hast du dann Hunger. Mama, bitte. Ich kann wirklich nichts essen. Du weißt doch... Dann trinkst du aber die Milch hier. Kurt, was suchst du? Das Salz. Wo ist das Salz? Hier, Papa. Das Salz steht vor dir auf dem Tisch. Wo ist eigentlich unser Sohn? Wann ist Markus eigentlich gestern nach Hause gekommen? Ich habe ihn nicht gehört. Er war in der Disco. Oh Gott, vielleicht ist er gar nicht da. Markus? Ich gehe mal in sein Zimmer. Ach, da bist du ja. Guten Morgen. Warum kommst du so spät? Wo? Du bist ja verletzt. Du hast eine Wunde am Auge. Was ist denn passiert? Hattest du einen Unfall? Nein, ich hatte keinen Unfall. Was ist denn passiert? Ach, ich war gestern in der Disco. Da war so ein Typ. Der hat mit Corinna getanzt. Wer ist Corinna? Das ist seine Freundin. Verstehst du, Papa? Liebe, Love, Labour. Ach, hör doch auf. Ja, und dann? Der Typ hat Corinna provoziert. Was soll das heißen? Er hat Corinna provoziert. Naja, er hat sie geküsst und so. Und dann hast du in der Disco den Tarzan gespielt, hm? Und wer hat gewonnen? Ich natürlich. Na toll. Ganz toll. Lerneinheit 28, Übung 9. Das Datum. Gespräch 1. Welches Datum ist heute? Wollen Sie bar bezahlen? Nein, ich möchte mit Scheck bezahlen. Geht das? Aber natürlich. Sie können auch mit Kreditkarte bezahlen. Nein, danke. Ich nehme den Scheck. Welches Datum ist heute? Heute ist der 17. August. Ach ja, natürlich. So, bitte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gespräch 2. Welches Datum ist morgen? Und? Was machen wir morgen, Liebling? Was wir morgen machen? Warum fragst du? Ich möchte morgen Abend gern essen gehen. So? Was ist denn morgen? Welches Datum ist morgen? Ich weiß nicht. Welches Datum ist denn morgen? Morgen ist der 6. April. So, morgen ist der 6. April. Und was ist da? Das ist unser Hochzeitstag. Hast du das wirklich vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Natürlich gehen wir morgen essen. Ich habe im Restaurant schon einen Tisch reserviert. Ach, du bist ein... Gespräch 3. Wann hat Alexander Geburtstag? Mama, wann ist mein Geburtstag? Da musst du noch warten. Ich möchte ein Polizeiauto zum Geburtstag. Wann habe ich Geburtstag, Mama? Hab ich morgen Geburtstag? Nein, Alexander. Du musst noch 4 Monate warten. Du hast erst im Februar Geburtstag. Im Februar? Ja, Alexander, du hast im Februar Geburtstag. Am 11. Februar. Dann bist du 4 Jahre alt. 4 Jahre. Mama, wann habe ich Geburtstag? Am 11. Februar, mein Schatz. Bekomme ich dann ein Polizeiauto?
Gespräch 4. Wann ist die Zahnarztpraxis geschlossen? Oh, meine Zahnschmerzen. Es ist ganz schlimm. Warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Du musst Dr. Peach anrufen. Du hast doch Schmerzen. Da bekommst du gleich einen Termin. Ja, ja, du hast recht. Wo ist denn die Nummer? Ach, da. Praxis Dr. Peach, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist... Sie hören den Anrufbeantworter. Die Praxis ist vom 3. bis zum 15. März geschlossen. Vielen Dank für Ihren Anruf. So ein Mist. Der Doktor ist nicht da. Dr. Peach ist nicht da? Das war der Anrufbeantworter. Die Praxis ist vom 3. bis zum 15. März geschlossen. Gespräch 5. Wann hat Elke geheiratet? Möchtest du noch Tee? Ach, übrigens, ich habe Elke mit ihrem Mann in der Stadt getroffen. Elke mit ihrem Mann? Ja, sie hat geheiratet. Hat sie dir nichts erzählt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Sie hat mir nichts erzählt. Wann hat sie denn geheiratet? Am 1. Juni. So, so, am 1. Juni. Und? Wie geht es ihr? Es geht ihr sehr gut. Und weißt du was? Sie bekommt ein Baby. Ein Baby? Na, das ist ja nicht zu glauben. Ein Baby. Gespräch 6. Seit wann ist Herr Busch in Rente? Firma Kaltenbach & Co., guten Tag. Guten Tag, ich möchte bitte Herrn Busch sprechen. Das tut mir leid. Herr Busch arbeitet nicht mehr bei uns. Was? Er ist nicht mehr da? Nein, Herr Busch ist in Rente gegangen. Er ist in Rente? Seit wann denn? Seit Oktober. Seit dem 15. Oktober. Na, das ist ja schade. Naja, dann möchte ich Herrn Obermüller sprechen. Lerneinheit 29, Übung 1. Ist der Vokal kurz oder lang? Gefahren. Gehalten. Gemalt. Geschlafen. Gesagt. Gepackt. Gelesen. Gesehen. Gesessen. Gestellt. Gelegt. Geschrieben. Studiert. Gerissen. Geschnitten. Geholfen. Geholt. Geschoben. Geflogen. Gekommen. Gesucht. Gewusst. Gerufen. Geblutet. Lerneinheit 29, Übung 2. Hast du schon die Schuhe geputzt? Hast du schon die Schuhe geputzt? Ja, die habe ich schon geputzt. Nein, die habe ich noch nicht geputzt.
Die habe ich Montag geputzt. Die habe ich gestern schon geputzt. Lerneinheit 29, Übung 3. Hast du schon? Hast du schon die Wand angestrichen? Ja, die habe ich schon angestrichen. Hast du schon den Wagen gewaschen? Ja, den habe ich schon gewaschen. Hast du schon die Blumen geholt? Nein, die habe ich noch nicht geholt. Hast du schon das Geschirr gespült? Ja, das habe ich Dienstag schon gespült. Hast du schon den Brief geschrieben? Ja, den habe ich gestern schon geschrieben. Lerneinheit 29, Übung 4. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach. Teil A. Wo haben Sie gesessen? Das habe ich vergessen. Was haben Sie gegessen? Das habe ich auch vergessen. Wo sind Sie gewesen? Ich habe im Bett gelegen und ein Buch gelesen. Teil B. Er ist aufgewacht. Er hat an sie gedacht. Sie hat den Kaffee gebracht und das Fenster aufgemacht. Er hat vom Urlaub geträumt und sie hat aufgeräumt. Sie hat etwas gefragt, doch er hat nichts gesagt. Teil C. Sie hat studiert. Erst hat sie markiert, dann hat sie notiert, danach korrigiert und zum Schluss telefoniert. Sonst ist nichts passiert. Teil D. Er hat seinen Koffer gewogen und ist nach Mallorca geflogen. Sie ist zu Hause geblieben und hat einen Brief geschrieben. Er ist nach Hause gekommen und hat sie in den Arm genommen. Lerneinheit 29, Übung 5. Im Schnellimbiss. Was wollen wir essen? Ich hätte gern ein Hähnchen mit Pommes frites. Und du? Lieber eine Bratwurst. Ich habe gestern schon Hähnchen gegessen. Und was trinken wir? Ich hätte gern eine Cola. Du auch? Lieber einen Eistee. Lerneinheit 29, Übung 6. Das habe ich schon gemacht. Hast du die Koffer schon ins Auto gebracht? Ja, das habe ich vorhin schon gemacht. Schön, dann können wir ja jetzt abfahren. Halt, nicht so schnell. Ich muss die Haustür noch abschließen. Das brauchst du nicht. Die Haustür habe ich schon abgeschlossen. Prima, dann können wir wirklich abfahren. Lerneinheit 29, Übung 8. Kannst du bitte... Kannst du bitte das Geschirr spülen? Warum ich? Kannst du das nicht machen? Ich lese gerade. Wie bitte? Ich habe gerade die Betten gemacht, das Wohnzimmer aufgeräumt und die Katze gefüttert. Und ich bin schon im Supermarkt gewesen, habe den Balkon sauber gemacht und die Wäsche gewaschen. Also dann spüle ich das Geschirr. Warte mal, wir können das Geschirr ja auch zusammenspülen. Lerneinheit 30, Übung 1. Hören Sie zu und schreiben Sie. Markus war am Samstag in der Disco.
Er ist spät nach Hause gekommen. Deshalb hat er am Sonntag lange geschlafen. Dann hat er gefrühstückt und dabei ein Buch gelesen. Am Nachmittag hat er am Computer gearbeitet. Abends ist er mit Corinna wieder tanzen gegangen. Markus war am Samstag. In der Disco. Punkt. Er ist spät. Nach Hause gekommen. Punkt. Deshalb hat er am Sonntag lange geschlafen. Punkt. Dann hat er gefrühstückt. Und dabei ein Buch gelesen. Punkt. Am Nachmittag hat er am Computer gearbeitet. Punkt. Abends ist er mit Corinna wieder tanzen gegangen. Punkt. Augenzwinkern. Der Traummann. Ich muss immer daran denken, das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht.